Ciaran Hinz, Gurstar heuert bei der Macht an. Für die zweite Staffel der groß angelegten Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht konnte Prima Video namhafte Stars gewinnen. Wie das produzierende Unternehmen Amazon mitgeteilt hat, wird Game of Thrones Star Ciaran Hinz, 70, in den neuen Folgen von Westeros nach Mittelerde reisen. In der HBO-Serie hatte er noch den König jenseits der Mauer, Manke Rider, verkörpert. Welchen Part der Oscar-Nominierte, Belfast, Hinz bei Ringe der Macht spielen wird, ist noch nicht klar. Ein zweiter Neuzugang dürfte vor allem Fans der Serie Penny Dreadful oder aber aus den neuesten James-Bond-Filmen ein Begriff sein. Rory Kinnear, 45, ist seit dem 2008 erschienenen Ein Quantum Trost als Bill Tanner, der Stabschef von Geheimdienstleiter M, im Dienste ihrer Majestät tätig gewesen. Auf welcher Seite er in Ringe der Macht stehen wird, wurde ebenfalls noch nicht enthüllt. Als dritter Name ist Tanya Modi, 50, neu dabei. Die Schauspielerin machte bislang vornehmlich in Serien auf sich aufmerksam. Etwa in Motherland, A Discovery of Witches oder The Clinic. Im Abschluss der neuen Star Wars Trilogie. Der Aufstieg Skywalkers, hatte sie ebenfalls eine kleine Rolle inne. Bereits zuvor wurde Sam Hazeldine, 50, für eine tragende Rolle gecastet. Der Peaky Blinders Star ersetzt Joseph Mafle, 48, als Ork-Anführer Adar. Mafles Ausstieg nach nur einer Staffel war Ende des vergangenen Jahres öffentlich gemacht worden. Neben Hazeldine stoßen auch Gabriel Akowodike, 1917, Yasin Atur, The Witcher, Ben Daniels, The Crown, Nia Doffle, Rocketman, Nicholas Vodazone, Fury Bird, sowie Newcomerin Amelia Kinworthy neu zur Serie, wie es damals weiter hieß. Die erste Staffel der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, ist seit September auf Prima Video verfügbar. Ein Termin für die zweite Staffel, die derzeit in Großbritannien gedreht wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Sie wird aber frühestens für 2024 erwartet.